Ja, einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Kino des DFF. Freue mich, dass Sie alle hier sind. Ich bin jetzt Daniel Peiler, bin Teil des Ausstellungsteams unserer neuen Sonderausstellung des Sound of Disney 1928 bis 1967. Freue mich, dass Sie alle hier sind zu einer weiteren Veranstaltung des Begleitprogramms. Bevor ich Ihnen gleich mit großer Freude unseren Ehrengast des heutigen Abends, Dr. Veronique Siener aus Köln, vorstellen darf, möchte ich noch ein paar allgemeine Hinweise kurz an Sie weitergeben. Also für diejenigen von Ihnen, die es noch nicht gesehen haben, wir haben einen eigenen Programmzettel, einen Flyer, der liegt draußen aus. Da sind sämtliche Veranstaltungen des Begleitprogramms mit Gästen schon veröffentlicht. Die sind auch alle schon im Vorverkauf. Sie sehen es ja, wenn Sie um sich herum schauen, wir haben in diesen besonderen Zeiten etwas weniger Platz als sonst im Kino. Deshalb lohnt es sich, sich früh um Karten zu bemühen. Falls Sie mal nicht in eine ausverkaufte Vorstellung reinkommen, seien Sie bitte nicht enttäuscht. Schauen Sie noch mal kurzfristig an unserer Kasse am Veranstaltungstag vorbei. Manchmal ergibt sich kurzfristig noch etwas, werden noch Plätze frei. Und schauen Sie auch online nach. Wir werden zum Beispiel bei besonders stark nachgefragten Veranstaltungen, wie beispielsweise dem Live-Konzert mit Lesung, nächsten Monat auch eine Live-Übertragung ins Foyer anbieten. Also das lohnt sich, da nochmal kurzfristig zu schauen. Außerdem gibt es natürlich zusätzlich zu den Flyer-Angeboten, die schon im Vorverkauf sind, die monatlichen Kinoprogrammhefte, auch da nochmal reinschauen. Bald wird das Programm für Oktober veröffentlicht und das darf ich schon, so viel darf ich schon verraten. Es gibt ganz viel Disney im Oktober zu sehen hier im Kino. Also auch da gibt es nochmal kurzfristig neue Karten. Da dürfen Sie gespannt sein. Außerdem gibt es noch ein weiteres digitales Angebot für alle jene, die hier nicht im Saal Platz finden konnten. Wir werden viele Vorträge online begleitend anbieten. Also Sie finden Videomitschnitte und Audiomitschnitte unserer Veranstaltung online, so auch vom heutigen Abend. Also falls Sie jetzt jemanden kennen, der gerne dabei sein wollte, aber keine Karte mehr bekommen hat, sagen Sie es einfach weiter. Ein digitales Begleitprogramm gibt es auch mit exklusiven Interviews zu unserer Sonderausstellung des Sound of Disney 1928 bis 1967. Und wir haben gerade eine neue Folge veröffentlicht diese Woche. Das passt auch inhaltlich ganz schön zum Vortrag des heutigen Abends. Deshalb möchte ich darauf abschließend kurz hinweisen. Es gibt nämlich ein Gespräch mit Hanna Blum und Carmen Colinas vom Verband Binationaler Familien und Partnerschaften zum Thema Disney und Diversity. Auch das finden Sie zum Anhören auf unserer Homepage. So, genug der Vorworte und des Werbeblocks an dieser Stelle. Jetzt aber endlich zu unserem Ehrengast des heutigen Abends, Dr. Veronique Siener, die frisch aus Köln eingetroffen ist. Wir freuen uns sehr, dass sie zu uns kommt heute und die heute über Geschlechterrollen in Disney-Animationsfilmen sprechen wird. Insbesondere natürlich ein Thema in den Märchen- und Prinzessinnenfilmen, das uns ja seit Jahrzehnten beschäftigt. Es gibt drei große Themenfelder in der Forschung, der Lehre und den Publikationen, drei sehr mannigfaltige Themenfelder, die Dr. Veronique Siener immer wieder bearbeitet und auf ganz erstaunliche Weise die Gender Studies, das Jüdischsein und die Comics. Das kehrt in verschiedenen Formen immer wieder. Und Dr. Veronique Siener ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Medienkultur und Theater der Universität zu Köln. An der Ruhr-Universität in Bochum hat sie studiert und wurde dort auch promoviert mit einer Arbeit zu dem Thema Comic, Film, Gender, zur Remedialisierung von Geschlecht im Comicfilm. Falls Sie das nachlesen möchten, das ist 2016 im Transkript Verlag in Bielefeld erschienen. Als Postdoc verfolgt sie ein Forschungsprojekt zur diskursiven Konstruktion kultureller jüdischer Identitäten in audiovisuellen Medien. Seit Februar diesen Jahres ist sie assoziiertes Mitglied an der Forschungsstelle Queering Popular Culture der Universität Siegen. Und sie ist außerdem Mitbegründerin und Sprecherin und der AG Comicforschung der Gesellschaft für Medienwissenschaft und außerdem zweite Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft für Comicforschung Comfor. Außerdem gibt sie die interdisziplinäre Publikationsreihe Comic-Studien im De Gruyter Verlag heraus. Zu unserer Ausstellungseröffnung war sie schon im Radio zu hören. Im Deutschlandfunk Kultur hat sie in der Sendung Kompressor ein schönes Interview gegeben zum Thema des heutigen Abends. Und ich freue mich jetzt sehr auf eine ausführlichere Darstellung. Und wir haben im Anschluss wie immer auch Gelegenheit zum Diskutieren, wenn Sie Fragen und Anmerkungen haben. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich mit mir Dr. Veronique Siener.
Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen und schön, dass Sie alle da sind. Vielen Dank für die super nette Einführung und vielen Dank für die Einladung. Es ist sehr schön, hier in den Räumlichkeiten des DFF zu sein und die Gelegenheit zu haben, über Disney und Gender zu sprechen, was ich sehr gerne tue und ein Thema, das mich seit meinem Studium tatsächlich begleitet. We make the pictures and then let the professors tell us what they mean. Mit dieser Aussage unterstreicht Walt Disney, Begründer der internationalen Walt Disney Company, eine für den Disney-Konzern typisch gewordene Philosophie, die über die Jahre hinweg dafür gesorgt hat, dass sowohl die Person als auch die Marke Disney weltweit zu einem Synonym für Unschuld und moralische Tugend geworden sind. Fast täglich kommen Menschen auf der ganzen Welt durch Fernsehsendungen, Filme, Comics, Computerspiele, Merchandising-Produkte, Restaurants und Themenparks bewusst oder unbewusst mit Disney in Berührung. So überrascht es auch nicht, dass die kalifornische Firma mit einem Jahresumsatz von knapp 70 Milliarden US-Dollar zu den größten Medienkonglomeraten weltweit gehört. Neben Radio- und TV-Sendern sowie Produktionsfirmen wie 20th Century Studios gehören mittlerweile auch die Pixar Animation Studios, Marvel Studios und sogar Lucasfilm und damit auch die legendäre Star Wars-Saga zu Walt Disney Company. Vor allem aber sind es die Disney-Zeichentrick- und Animationsfilme, die sich auch etliche Jahrzehnte nach dem Tod des Firmengründers Walter Elias Disney bei Jung und Alt großer Beliebtheit erfreuen. Dabei wird oft vergessen, dass Disney-Produkte nicht nur harmloses Familienentertainment liefern, sondern eine ganz bestimmte Weltanschauung vermitteln. Diese Weltanschauung wird durch eine spezielle Disney-Formel transportiert, welche sich aus einer ganz bestimmten Reihe von ästhetischen, stilistischen und thematischen Charakteristika zusammensetzt. Eine besondere Rolle, so meine These, spielt hierbei das durch Disney-Animationsfilme vermittelte Geschlechtermodell. Im Rahmen meines heutigen Vortrags möchte ich also Walt Disneys Behauptung widersprechen und zeigen, dass es nicht ausschließlich die ZuschauerInnen, KritikerInnen oder AnalytikerInnen sind, die medial vermittelten Bildern Bedeutung zuweisen, sondern es sind bereits die ProduzentInnen, die ihre Werke mit mal mehr, mal weniger deutlichen Botschaften und Wertvorstellungen versehen und diese weltweit erfolgreich vermarkten. Die Aufgabe der Professoren oder wie in meinem Fall der Medienwissenschaftlerin liegt nun darin, diese Bedeutung aufzuzeigen, sie sichtbar zu machen und kritisch zu hinterfragen. Und dies möchte ich heute gerne tun. Ich möchte die Inszenierung von Geschlecht in Disney-Animationsfilmen untersuchen und sichtbar machen, dass Disneys Weltanschauung eine stereotype Vorstellung der Geschlechterrollen mit sich bringt und dabei eine geschlechtsspezifische Antwort auf die Frage vermittelt, was es bedeutet, Mensch zu sein. Hierzu möchte ich Ihnen zunächst einen kurzen Überblick über die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der Disney-Animationsfilme geben und vieles finden Sie wahrscheinlich auch in der Ausstellung wieder, die ich leider noch nicht sehen konnte. Deswegen entschuldige ich mich, wenn es die ersten Minuten sehr gedoppelt sind, aber ein bisschen Redundanz schadet ja angeblich nie. In einem weiteren Schritt möchte ich Ihnen die bereits erwähnte klassische Disney-Formel vorstellen und Ihnen dann abschließend das daraus resultierende Disney-Geschlechtermodell anhand ausgewählter Beispiele näher zu erläutern. Und bei diesen Beispielen handelt es sich um Snow White and the Seven Dwarfs, The Little Mermaid, Enchanted, den wir auch nachher gemeinsam noch sichten werden, The Princess and the Frog, Tangled und Frozen. Seit den 1930er Jahren haben vor allem die Disney-Zeichentrick- und Animationsfilme bei der erfolgreichen Etablierung der Marke Disney und der mit ihr verbundenen positiven Reputation eine wesentliche Rolle gespielt. Walt Disneys erster Kontakt mit der Welt des Animationsfilms erfolgt in Kansas City im Jahr 1918. Disney, der gerade 17 Jahre alt ist, ergattert einen Job in einem Graphic-Design-Studio, wo er auf den begabten Zeichner Ub Iwerks trifft. Schon bald macht Disney sich selbstständig und gründet mithilfe seines älteren Bruders Roy und Iwerks eine erste Produktionsfirma mit dem Namen Love-O-Gram. Zu Disneys ersten Produktionen gehören die Alice in Cartoonland-Filme, eine ambitionierte Kombination aus Realverfilmung und Animationsfilm. Der lang erwartete Durchbruch erfolgt allerdings erst 1927 mit der Erfindung einer Maus. Mickey Mouse, die zunächst noch Mortimer Mouse heißt, hat ihren ersten Auftritt in Plain Crazy, einem 6-minütigen schwarz-weißen Stummfilm. Im selben Jahr bringt Warner Brothers mit The Jazz Singer den weltweit ersten Tonfilm in die Kinos und revolutioniert so die Filmindustrie.
Walt Disney, der sich schon immer für technische Innovationen begeistern konnte, entscheidet sich prompt dazu, die Errungenschaft des filmischen Tons für seinen dritten Mickey-Maus-Kurzfilm Steamboat Willie zu nutzen. Dieser wird zu seiner bisher erfolgreichsten Produktion und verhilft ihm zum internationalen Durchbruch. Nur 2 Jahre später folgt bereits der nächste Meilenstein. Dank der Erfindung von Technicolor ist es Disney möglich, den ersten in Farbe produzierten Cartoon in die Kinos zu bringen. Flowers and Trees bringt Disney außerdem eine erste Oscar-Nominierung für den besten Animationsfilm ein. 1934 landet Disney mit The Three Little Pigs einen weiteren Erfolgshit. Obwohl der Film einen Oscar für den besten Animationsfilm gewinnt, ist es vor allem der extra für den Film geschriebene Song Who is Afraid of the Big Bad Wolf, der sich bei den ZuschauerInnen großer Beliebtheit erfreut und zur inoffiziellen Hymne der Großen Depression avanciert. Gleichzeitig wird damit die Disney-Tradition besonders aufwendig produzierter Filmmusik begründet. Inspiriert von dem überragenden Erfolg der Three Little Pigs beschließt Disney mit Snow White and the Seven Dwarfs den weltweit ersten animierten abendfüllenden Zeichentrickfilm zu produzieren. Mit Snow White begründet er 1937 gleichzeitig eine Tradition, die bis heute anhält. Weltweit kommt fast jedes Jahr ein Disney-Animationsfilm in die Kinos. 2010 konnte Disney somit ein einmaliges Jubiläum feiern. Mit Rapunzel neu verföhnt, im Original Tangled, haben die Disney Animation Studios ihren 50. abendfüllenden Animationsfilm herausgebracht. Mittlerweile sind es 58. Der unangefochtene Spitzenreiter ist allerdings Disneys Frozen, die Eiskönigin, welcher 2013 in die Kinos kommt, sowie dessen Fortsetzung Frozen 2 aus dem Jahr 2019. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von geschätzten 1,43 Milliarden US-Dollar Frozen 2 bzw. 1,23 Milliarden US-Dollar Frozen 1 gelten die beiden komplett computeranimierten Werke nicht nur als erfolgreichste Animationsfilme der Kinogeschichte, sondern mit Frozen ist die Disney Company auch ganze 76 Jahre nach ihrem ersten Erfolgshit Snow White dem Genre der Märchen- und Prinzessinnenfilme treu geblieben. Die über die letzten Jahrzehnte produzierten Disney-Zeichentrick- und Animationsfilme basieren, so unterschiedlich sie zunächst auch sein und scheinen mögen, auf einer bestimmten Formel, der sogenannten Disney-Formula, die zu Walt Disneys Lebzeiten entwickelt wurde und sich bis heute nur wenig geändert hat. Disney-Produktionen, die auf dieser Formel basieren, werden wiederum als Classic Disney bezeichnet. Laut der amerikanischen Kommunikationswissenschaftlerin Janet Wesko setzt sich das Classic-Disney-Modell aus dem klassischen Disney-Stil, bestimmten Disney-Themen und Werten, der klassischen Disney-Story und typischen Disney-Charakteren zusammen. So bieten Disney-Animationsfilme ihren ZuschauerInnen stets leichte Unterhaltung, die mit Humor und niedlichen, vermenschlichten Tiercharakteren versehen ist. Der typischen Musical-Struktur folgend wird die filmische Handlung musikalisch begleitet und Lieder markieren die wichtigsten Punkte der Erzählung. Disney-Filme zeichnen sich außerdem durch eine recht vorhersehbare Geschichte aus, die gut strukturiert ganz bestimmte Themen und Werte wie Individualismus, Optimismus und harte Arbeit beinhaltet. In Disney-Geschichten gibt es zudem fast immer ein romantisches Happy Ending und am Ende triumphiert das Gute über das Böse. Darüber hinaus dienen häufig Volksmärchen oder Geschichten aus der Kinderliteratur als Grundlage für Disney-Animationsfilme. Bevor diese Vorlagen als klassische Disney-Filmgeschichten auf der Leinwand erscheinen, durchlaufen sie einen Prozess der Transformation, der in Fachkreisen auch Disneyfizierung genannt wird. Allgemein betrachtet kann der Prozess der Disneyfizierung mit der Amerikanisierung sowie Verharmlosung der Originalgeschichten gleichgesetzt werden. In diesem Sinne werden die Themen, die Charaktere sowie der kulturelle und geografische Hintergrund der Originalgeschichten verändert, um sie dem Disney-Publikum schmackhaft zu machen. In den meisten Fällen geht dabei nicht nur die Botschaft der Originalgeschichten verloren, sondern die Disney-Versionen sind auch oftmals bekannter als die Originalvorlagen, da die Firma in der Regel das Monopol auf die adaptierten Kinder- und Märchengeschichten hat. Aber nicht nur in Bezug auf die Adaption der Märchenvorlagen, sondern auch bezüglich der klassischen Disney-Charaktere lässt sich ein wiederkehrendes Schema beobachten. So können Disney-Charaktere in 3 grundlegende Gruppen oder Kategorien eingeteilt werden. Zum einen gibt es die Helden und Heldinnen, die stets im Vordergrund des Filmes stehen.
Diese ProtagonistInnen sind attraktiv und häufig adelig oder gehören meist der weißen gesellschaftlichen Oberschicht an. Den Gegenpol zu Disney-Helden und Heldinnen markieren die Bösewichte, die sowohl in ihrer Charakterisierung als auch in ihrer äußeren Erscheinung stets das genaue Gegenteil der ProtagonistInnen darstellen. Die dritte Gruppe der klassischen Disney-Charaktere bilden die sogenannten Sidekicks, also die den ProtagonistInnen anhänglichen Nebenfiguren, zum Beispiel die sieben Zwerge aus Snow White. Diese sind witzig, tollpatschig und zeichnen sich durch eine lustige Erscheinung aus. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, selbst in traurigen Situationen für Aufheiterung, für Comic Relief zu sorgen. Kommen wir nun zu der Kategorie Gender. Basierend auf dem Classic-Disney-Modell unterliegt nicht nur die Darstellung der positiv bzw. negativ besetzten Figuren, sondern auch die Darstellung männlicher und weiblicher Charaktere einem rekurrierenden Muster. Dabei werden bestimmte Charaktereigenschaften und Verhaltensmuster etabliert, die nach Geschlecht geordnet sind. Disneys Definition von Weiblichkeit. In Disneys magischer Welt werden Frauen beispielsweise vornehmlich durch ihre romantische, heterosexuelle oder auch mütterliche Liebe definiert. Folglich scheint die Hauptaufgabe einer Disney-Protagonistin darin zu liegen, den perfekten Mann, respektive Prinzen, zu finden und ihn zu heiraten. In der Zwischenzeit kümmern sich Disney-Frauen um bedürftige Kinder, Zwerge und Tierfiguren. Insgesamt lässt sich festhalten, dass Frauen in Disney-Animationsfilmen meist eindimensional und begrenzt dargestellt werden. Sie sind unschuldig, passiv, naiv, schlank, hübsch und unterwürfig. Der Erfolg von Disney-Heldinnen basiert größtenteils auf ihrer gehobenen gesellschaftlichen Stellung und ihrer außergewöhnlichen Attraktivität. Selbst zeitgenössische Charaktere leben immer noch in einer von Männern dominierten Welt. So spielen im Gegensatz zu Vätern auch Disney-Mütter, wenn sie denn überhaupt vorkommen, nur eine untergeordnete Rolle. Alles in allem interagieren Heldinnen im Disney-Universum nur selten mit anderen weiblichen Charakteren. Während man in Disney-Filmen häufig vergeblich nach starken, sich widersetzenden Frauen Ausschau hält, wird meist die maskuline Macht und Herrschaft der männlichen Protagonisten zelebriert. Wenn man in Disneys Welt auf mächtige weibliche Figuren trifft, handelt es sich um Bösewichte, welche als hässlich, extrem dick oder dünn, entgegengesetzt der allgemein geltenden Schönheitsideale dargestellt werden. Aber nicht nur Disneys Definition von Weiblichkeit kann als reaktionär und stereotypisch bezeichnet werden. Ein wahrer Disney-Held ist attraktiv, muskulös und selbstlos. Er ist zielstrebig, mutig, rational, selbstsicher und stark. Seine Aufgabe ist es, die Prinzessin in Not zu retten und die Welt zu regieren. Im Vergleich zu ihren weiblichen Pendants sind Disney-Helden somit viel aktiver und unabhängiger. Sie zeichnen sich auch nicht ausschließlich durch die Suche nach der perfekten Liebesbeziehung aus. Ihre Hauptaufgabe besteht vielmehr in der Suche nach sich selbst. Was sie erreichen, erreichen sie nicht durch passives Warten, sondern weil sie aktiv etwas dafür tun. Nichtsdestotrotz spielt auch die äußere Erscheinung für Disney-Helden eine zentrale Rolle. Und genau wie weibliche Antagonisten werden auch männliche Bösewichte als das strikte Gegenteil der Helden dargestellt. Obwohl in fast jedem abendfüllenden Disney-Animationsfilm Beispiele für diese stereotype Inszenierung der Geschlechter gefunden werden können, spielt das Disney-Geschlechtermodell vor allem in den sogenannten Märchen- und Prinzessinnenfilmen eine zentrale Rolle. Daher möchte ich nun gerne den Film näher beleuchten, mit dem alles begann, nämlich Snow White and the Seven Dwarfs. Obwohl die Aspekte der Disney-Formula auch bei früheren Produktionen auszumachen sind, gilt Snow White im Allgemeinen als das Disney-Produkt, welches das Classic-Disney-Modell und somit auch das Disney-Geschlechtermodell erfolgreich eingeführt und etabliert hat. Dementsprechend handelt es sich bei Schneewittchen um das erste und wohl berühmteste Beispiel für eine Disney-Heldin, deren komplettes Leben von Männern dominiert wird. Sei es von dem charmanten Prinzen, der sie im Gegensatz zur Vorlage der Brüder Grimm mit einem Kuss aus ihrem tödlichen Schlaf erweckt, oder die sieben Zwerge, die Schneewittchen Unterschlupf und Schutz vor der bösen Königin gewähren. Handlung und Macht werden so von den männlichen Protagonisten übernommen, während die weibliche Hauptfigur zu einem passiven, unterwürfigen und hilflosen Objekt männlicher Begierde degradiert wird. Die einzige weitere weibliche Figur, die neben Schneewittchen eine wichtige Rolle spielt, ist die böse Königin. Während sie zu Beginn der Erzählung noch sehr attraktiv dargestellt wird, kommt ihre wahre Boshaftigkeit in dem Moment zum Vorschein, in dem sie sich in die hässliche alte Frau, respektive alte Hexe, verwandelt.
Als aktive Figur stellt die böse Königin das genaue Gegenteil von Schneewittchen dar und kann als warnendes Beispiel dafür gesehen werden, was passiert, wenn Frauen an die Macht kommen. Was am Ende des Films ja auch durch ihren vermeintlichen Tod bestraft wird. Schneewittchen muss sich ihrerseits nicht mit solchen Problemen auseinandersetzen. Für sie wird Glücklichsein im Film mit Liebe und Heirat gleichgesetzt. Ihre größte Aufgabe besteht darin, genug Geduld aufzubringen und auf ihre Rettung durch den tapferen, charmanten Prinzen zu warten. Dies wird bereits zu Beginn des Films verdeutlicht, wenn die Protagonistin Schneewittchen anhand ihres ersten Liedes mit dem Titel »I'm Wishing« in die Handlung eingeführt wird und den ZuschauerInnen offenbart, dass sie sich nichts sehnlicher wünscht, als von ihrer wohlgemerkt noch unbekannten großen Liebe gefunden zu werden. »I'm wishing for the one I love to find me today. I'm hoping and I'm dreaming of the nice things he'll say.« Auch im weiteren Verlauf der Handlung wird Schneewittchen nicht müde, ihren ZuhörerInnen von der Hoffnung auf die Rettung durch einen tapferen Prinzen zu berichten bzw. vorzusingen und so auch in dieser kurzen Szene, die wir Ihnen jetzt anspielen werden. Nun könnte man natürlich behaupten, dass Snow White den Geist seiner Zeit widerspiegelt. Schließlich kam der Film bereits 1937 in die Kinos. Interessanterweise lässt sich eine ähnlich stereotype Inszenierung von Geschlecht auch 50 Jahre später in dem Disney-Erfolgshit The Little Mermaid, zu Deutsch Ariel, die kleine Meerjungfrau, ausmachen. The Little Mermaid kommt 1989 in die Kinos und wird zur erfolgreichsten Disney-Produktion seit Walt Disneys Tod im Jahr 1966. Der Film basiert auf der gleichnamigen Märchenvorlage von Hans Christian Andersen. Und genau wie zahlreiche Märchen zuvor durchläuft auch diese Vorlage den Prozess der Disneyfizierung. Im Rahmen dieses Transformationsprozesses verwandelt sich Andersens kleine Meerjungfrau in den rebellischen Teenager Ariel, die zu Beginn des Films alles daran setzt, sich den Anordnungen ihres königlichen Vaters Triton zu widersetzen und ihrem goldenen Unterwasserkäfig zu entfliehen, um Teil der menschlichen Welt sein zu können. In klassischer Disney-Tradition werden Ariels Sehnsüchte und Wünsche bereits zu Beginn des Films mithilfe eines Liedes ausgedrückt. Dabei handelt es sich um das Lied »Part of Your World«. Wie wir bereits anhand des Classic-Disney-Modells gesehen haben, begleitet die Musik in Disney-Animationsfilmen nicht einfach nur die Handlung, sondern sie markiert auch die wichtigsten Punkte der Narration. Die Melodien der Stücke sind in ihren Kompositionen stets der momentanen Situation der Filmhandlung angepasst und verstärken die gezeigte Handlung durch auditive Reize. Dabei tragen langsame, traurige Melodien, zum Beispiel bei Trennungs- und Liebeskummer-Szenen, oder schnelle, kraftvolle Melodien bei Kampf- und Triumph-Szenen zu einer emotionalen Intensivierung des Gezeigten bzw. Gehörten bei. Bei den in Disney-Animationsfilmen eingesetzten Liedern handelt es sich also um bewusste Kommunikationsmittel, welche die gezeigte Handlung auf den Punkt bringen und nochmals für die ZuschauerInnen gezielt zusammenfassen. Im Falle von The Little Mermaid sei an dieser Stelle noch angemerkt, dass die speziell von Alan Menken für den Film komponierte Musik besonders erfolgreich war und sogar den Oscar in der Kategorie Beste Filmmusik gewinnen konnte. Was Ariel nun mit Hilfe ihres Liedes »Part of Your World« in besonders eindrücklicher Art und Weise ausdrückt, ist ihr Wunsch, ihr Verlangen, Mensch zu sein, welches sie vor allem mit Freisein und Unabhängigsein gleichsetzt. Ariels Sehnsüchte ändern sich allerdings schlagartig, als sie nur einige Minuten nach der Interpretation ihres Liedes das Schiff des attraktiven Prinzen Eric an der Wasseroberfläche erblickt und sich sofort Hals über Kopf in ihn verliebt. Während Ariel ihre große Liebe mit bewundernden Blicken anschmachtet, zieht ein furchtbarer Sturm auf, der das Schiff zum Kentern bringt und fast Prinz Erics Leben einfordert. Doch Ariel rettet ihren Geliebten vor dem Ertrinken und findet in ihm bzw. in der Suche nach seiner Liebe ihre neue Lebensaufgabe. Dieser Sinneswandel wird auch auf der auditiven Ebene des Films ausgedrückt, wenn Ariel erneut das Lied »Part of Your World« anstimmt. Und diese Reprise zeigen wir Ihnen jetzt.
Während Ariel zuvor noch von Bright Young Women, Sick of Swimming, Ready to Stand singt, macht sie in der Neuauflage des Liedes deutlich, dass sie nur noch eines möchte, nämlich Teil von Erics Leben zu sein. Diese Entwicklung steht in einem direkten Kontrast zu Andersens Märchenvorlage, in der die kleine Meerjungfrau auf der Suche nach einer unsterblichen Seele ist und diese am Ende durch selbstlose Taten auch bekommt. Von dem Moment an, in dem sich Disneys Ariel in Prinz Eric verliebt, sind alle ihre Handlungen, vor allem der Tausch ihrer Stimme gegen menschliche Beine, von der Liebe zu einem Mann motiviert. Am Ende bekommt sie ihren Prinz Charming, ohne auch nur ein einziges Wort gesprochen zu haben. Dabei kann die Tatsache, dass der männliche Protagonist sich in die stumme, dafür aber äußerst attraktive Ariel verliebt, zur Annahme führen, dass Männer generell schweigsame, unterwürfige Frauen bevorzugen könnten. Auch wenn Ariel aufgrund ihrer Gerissenheit und Abenteuerlust eine positive Veränderung zu der extrem passiven und naiven Figur des Schneewittchens darstellt, verkörpert sie dennoch das typische Disney-Schönheitsideal einer hübschen, schlanken, passiven, heterosexuellen weißen Frau. Ihre persönliche Erfüllung erlangt sie durch romantische Liebe und Heirat. Darüber hinaus ist auch sie von königlicher Herkunft und lebt in einer von Männern, sei es von König Triton oder Prinz Eric, dominierten Welt, die sie am Ende aus den Fängen der bösen Seehexe Ursula befreien müssen. Und genau wie bei der bösen Königin aus Snow White handelt es sich auch bei Ariels Gegenspielerin, der Seehexe Ursula, um eine mächtige, aber groteske Figur, deren voluminöser, tintenfischartiger Körperbau als direkter Kontrast sowohl zu Ariels Attraktivität als auch zu König Tritons positiv konnotierter männlicher Macht inszeniert wird. Im Jahr 2007 scheint Disney nun endlich mit den Klischees und Stereotypen der Märchen- und Prinzessinnenfilme aufräumen zu wollen und bringt die Realverfilmung Enchanted in die Kinos. Mit Amy Adams und Patrick Dempsey in den Hauptrollen präsentiert der Konzern seinen ZuschauerInnen ein Märchen, in dem angeblich nichts mehr so ist, wie es einmal war. In klassischer Disney-Tradition beginnt Enchanted zunächst mit einer Zeichentricksequenz, die als Prolog gedacht die wichtigsten Charaktere einführt und den Film explizit in das Genre der animierten Märchen- und Prinzessinnenfilme einbettet. Dabei dürfen natürlich auch die bereits erwähnten Aspekte des Classic-Disney-Modells nicht fehlen. So träumt die äußerst attraktive Prinzessin Giselle in einer abgelegenen Waldhütte von ihrem Prinz Charming, der den Kuss der wahren Liebe mit ihr teilen soll. Dabei schwärmt sie ihren niedlichen Tierfreunden von ihrem Traumprinzen vor und das Ganze erfolgt natürlich in Form eines Liedes. Nur einige Minuten später trifft Giselle tatsächlich auf einen Traumprinzen und zwar auf den mutigen und gut aussehenden Prinz Edward, der sie, wie sollte es auch anders sein, vor dem Angriff eines bösen Trolls rettet. Die Liebe auf den ersten Blick schlägt zu und binnen weniger Augenblicke beschließen Edward und Giselle zu heiraten und glücklich miteinander zu leben bis ans Ende ihrer Tage. Diese Vorstellung gefällt allerdings nicht der bösen Königin Narissa im Film gespielt von Susan Sarandon. Diese bangt um ihren Thron, sollte ihr Sohn tatsächlich heiraten und König werden wollen. Um dies zu verhindern, verbannt Narissa Giselle noch vor der geplanten Hochzeit in eine fremde Welt, und zwar in das New York der realen Gegenwart. Hier muss Giselle schnell feststellen, dass nichts mehr so ist, wie es einmal war. Die Regeln der Märchenwelt scheinen nicht mehr zu funktionieren. Die Menschen sind unfreundlich aggressiv und haben den Glauben an die wahre Liebe verloren. So geht es auch dem attraktiven Scheidungsanwalt und alleinerziehenden Vater Robert, gespielt von Patrick Dempsey. Von seiner Frau verlassen, beschließt Robert, sämtlichen romantischen Gefühlen zu entsagen und sich ganz zum Bedauern seiner 6-jährigen Tochter Morgan mit der emanzipierten, selbstbewussten und karriereorientierten Designerin Nancy zu verloben. Erst durch die Begegnung mit der zauberhaften Giselle fängt Robert an, seine Ansichten zu überdenken und den Glauben an die wahre Liebe wiederzufinden. In Enchanted treffen also die animierte Märchenwelt auf die reale Alltagswelt. Mit realer Welt ist hier natürlich die von Hollywood bzw. Disney als reale Welt inszenierte, medial vermittelte Wirklichkeit gemeint. Dabei unterscheiden sich die vermeintlich reale und animierte Welt nicht nur durch ihre Ästhetik, sondern auch durch ihre verschiedenen Wertvorstellungen und Rollenbilder. Diese werden beispielhaft durch die männlichen und weiblichen Protagonisten verkörpert. So finden wir auf der einen Seite den rationalen und desillusionierten Robert sowie die ambitionierte und kaltherzige Nancy. Beide scheinen nicht nur in der tristen New Yorker Alltagswelt, sondern auch in einer lieblosen Beziehung gefangen zu sein. Diesem desolaten Zustand wird allerdings dank der Begegnung mit Giselle und Edward im Verlauf des Films Abhilfe geschafft.
Der Logik des Classic-Disney-Modells folgend findet die emanzipierte Nancy in dem romantischen und mutigen Prinzen Edward ihre wahre Liebe. Und natürlich verliebt sich auch der rationale Robert in die zauberhafte Giselle. Diese gewinnt sein Herz nicht nur dank ihrer äußerst attraktiven Erscheinung, sondern auch aufgrund ihrer lieblichen Art. Darüber hinaus verfügt Giselle, ganz im Gegensatz zur ehrgeizigen und berufstätigen Nancy, sowohl über ausgeprägte mütterliche Gefühle als auch über perfekte Hausfrauenqualitäten. Besonders deutlich wird dies, wenn Giselle am Morgen nach ihrer Ankunft in New York in der unordentlichen Wohnung von Robert aufwacht und genau wie Schneewittchen ganze 73 Jahre zuvor in der Waldhütte der sieben Zwerge erschrocken feststellen muss, dass hier offensichtlich die ordnungsstiftende Hand einer liebevollen Mutter und Ehefrau fehlt. In klassischer Disney-Tradition ruft Giselle prompt ein paar tierische Helfer herbei und stimmt ein fröhliches Lied an, um sich voller Tatendrang der vernachlässigten Hausarbeit zu widmen. Und auch diesen Ausschnitt spielen wir kurz an. Trotz einiger durchaus humorvoller und ironischer sowie selbstreflexiver Momente bleibt in Disneys Enchanted am Ende alles beim Alten, beziehungsweise alles wird wieder so, wie es schon immer war. Denn in Disneys Universum ist es nicht die Märchenwelt, die sich der realen Welt anpasst, sondern es ist vor allem die New Yorker Alltagswelt, die mithilfe der klassischen Disney-Formel, genauer gesagt mithilfe des Disney-Geschlechtermodells, ein wenig zauberhafter gemacht wird. So vermittelt der Film, unterstützt von dem abschließenden Song Ever, Ever After, die Botschaft, dass bewusst oder unbewusst in jeder Frau eine kleine Prinzessin steckt, die sich nach der wahren heterosexuellen Liebe sehnt und davon träumt, aus ihrer tristen Alltagswelt von einem echten Prince Charming gerettet zu werden, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Und genauso möchte auch jeder Mann ein echter Prinz sein, der sämtliche Gefahren meistert, um das Herz seiner geliebten Prinzessin zu erobern. 2 Jahre nach Enchanted kehrt Disney mit The Princess and the Frog, zu Deutsch Küss den Frosch, nach einer Reihe digital animierter Produktionen nicht nur zu der lang etablierten Tradition des handgezeichneten Trickfilms, sondern auch zu dem Genre des Märchen- und Prinzessinnenfilms zurück. Aber nicht nur deswegen gilt der Film als kleine Sensation. In The Princess and the Frog steht zum ersten Mal in der Geschichte des Konzerns eine afroamerikanische Protagonistin im Mittelpunkt der Handlung. Im New Orleans der 1920er Jahre angesiedelt und auf dem Brüder Grimm-Märchen Der Froschkönig basierend, erzählt der Film die Geschichte der hart arbeitenden und aus ärmlichen Verhältnissen stammenden Kellnerin Tiana. Im Gegensatz zu ihrer Jugendfreundin, der reichen weißen Charlotte, träumt Tiana nicht ausschließlich von der großen Liebe, sondern sie wünscht sich nichts sehnlicher als genug Geld zu verdienen, um ein eigenes Restaurant zu eröffnen und somit stellvertretend den Traum ihres früh verstorbenen Vaters zu erfüllen. Durch Zufall trifft sie während eines Kostümballs auf Prinz Naveen, einem Lebemann, der von dem hinterhältigen Voodoo-Zauberer Dr. Facilier in einen Frosch verwandelt wurde. In der Hoffnung, dass der Kuss einer echten Prinzessin ihn wieder zu einem Menschen werden lässt, schlägt Naveen der als Prinzessin verkleideten Tiana einen Handel vor. Wenn sie ihn küsst, dann wird er ihr genug Geld zur Verfügung stellen, damit sie ihren Traum von einem eigenen Restaurant wahrmachen kann. Tiana beschließt, auf den Handel einzugehen, allerdings verwandelt der Kuss nicht Prinz Naveen in einen Menschen, sondern Tiana in einen Frosch. In Begleitung des trompetespielenden Alligators Louis und des Cajun sprechenden Glühwürmchens Ray machen sich Naveen und Tiana gemeinsam auf die Suche nach der Voodoo-Priesterin Mama Odie, die den Fluch brechen soll. In den Tiefen der Bayou-Sümpfe bei Mama Odie angekommen, erklärt diese ihnen, dass beide mehr als ihre menschliche Gestalt brauchen, um glücklich zu sein. Was ihnen zu ihrem Glück fehlt, ist die Liebe, und zwar die Liebe zueinander. Und auch diese Schlüsselszene, in der Mama Odie den Protagonistinnen rät, tiefer in ihnen zu graben, um den Wunsch nach wahrer heterosexueller Liebe zu finden, kommt selbstverständlich in Form eines Liedes daher, und das ist der letzte Ausschnitt, den ich Ihnen für heute mitgebracht habe. Auch wenn die Figur der zielstrebigen, hart arbeitenden, mutigen, intelligenten und unabhängigen Tiana zunächst sämtlichen Disney-Klischees zu widersprechen scheint, muss auch sie sich den Regeln des Classic-Disney-Modells ergeben. So kommt sie am Ende des Films zu dem Schluss, dass der Traum eines eigenen Restaurants nichts wert ist, wenn man dafür auf die wahre Liebe verzichten muss, und heiratet in einem wahren Magic-Disney-Moment ihren Traumprinzen Naveen. Am Ende entscheidet sich die Protagonistin also für die traditionelle Rolle der liebevollen Ehefrau.
Somit wird den ZuschauerInnen zu verstehen gegeben, dass Diana nicht völlig emanzipiert ist. Schließlich braucht sie trotz Restaurant immer noch einen Mann, um ein erfülltes und glückliches Leben führen zu können. Als Teil der Traumfabrik Hollywood kann The Princess and the Frog als Form des Eskapismus angesehen werden, welche besagt, dass es in Ordnung ist, seine Fantasien auszuleben, solange man am Ende weiß, wo man hingehört. Nach dem nur mäßigen kommerziellen Erfolg von Kiss the Frog produzieren die Walt Disney Animation Studios mit Tangled im Jahr 2010 und Frozen im Jahr 2013 zwei Prinzessinnenfilme, die komplett mithilfe digitaler 3D-Animation entstanden sind. Und genau wie bei Enchanted und Kiss the Frog wird dem Publikum suggeriert, dass der Disney-Konzern nun endlich mit der stereotypen Darstellung von Geschlechterrollen gebrochen hat. Auf der Suche nach einer wahrlich emanzipierten und modernen weiblichen Hauptfigur werden die ZuschauerInnen aber auch von diesen beiden Filmen einmal mehr enttäuscht. So handelt es sich bei Rapunzel, der Protagonistin aus dem gleichnamigen Brüder Grimm-Märchen, welches die Vorlage für Tangled liefert, um ein 18-jähriges Mädchen, dessen attraktive äußere Erscheinung primär durch ihre magische und schier endlos scheinende blonde Haarpracht definiert wird. Von der selbstsüchtigen und hinterhältigen Mother Gothel als Baby aus dem Schloss ihrer königlichen Eltern entführt, wartet die in einem Turm eingesperrte Rapunzel jahrelang sehnsüchtig darauf, dass endlich etwas passiert und ihr eigentliches Leben beginnen mag. Dieser Wunsch wird der Protagonistin erfüllt, als der junge, attraktive Draufgänger Flynn unverhofft in ihr bis dato behütetes Leben platzt. Nach diversen Abenteuern gelingt es Rapunzel mit Hilfe von Flynn sowie ihrer tierischen Helfer, dem Pferd Maximus und dem Chamäleon Pascal, nicht nur erfolgreich gegen die Machenschaften ihrer bösen Ziehmutter anzukämpfen, sondern auch zu ihren geliebten Eltern an den Hof zurückzukehren und dort ihren rechtmäßigen Platz als Prinzessin einzunehmen und ihre wahre Liebe Flynn zu heiraten. Obwohl Tangled mit seiner aktionsgeladenen Handlung viel Wortwitz und nicht zuletzt dank dem Novum der 3D-Technologie für eine moderne Auflage des angestaubten Disney-Märchen wie eine moderne Auflage des angestaubten Disney-Märchen- und Prinzessinnenfilms wirkt, bleiben auch hier die inszenierten Geschlechterrollen schlussendlich reaktionär. Neben der Präsentation einer passiven, übertrieben emotionalen Heldin und der deutlichen Privilegierung aktiver männlicher Charaktere wird dem Publikum mit Mother Gothel entangled zudem eine Antagonistin vorgeführt, deren Typisierung sich aus rassistischen Klischees speist. Im Gegensatz zu der weißen, blonden Rapunzel handelt es sich bei Mother Gothel nicht nur metaphorisch um eine dunkle Figur. So wird die Antagonistin auf der visuellen Ebene vornehmlich mit Hilfe von gedeckten, dunklen Farben charakterisiert. Auch ihre schwarzen, lockigen Haare und der vergleichsweise dunkle Hautton lassen sie wie eine Negativfolie wirken, von der sich die strahlende Protagonistin positiv absetzt. Als ständig nörgelnde, selbstsüchtige Figur, die Rapunzel aufgrund ihrer magischen Haare jahrelang gefangen hält, verkörpert Mother Gothel darüber hinaus das negative Stereotyp der dominanten, überfürsorglichen jüdischen Mutter, die besonders ihre Kinder durch ihre übertriebene Fürsorge und dem stets erhobenen moralischen Zeigefinger unter Druck setzt. Und dazu kommt noch das antisemitische Klischee des Kinderraubes. Nun könnte man behaupten, dass es sich bei Mother Gothel im Vergleich zu traditionellen Disney-Antagonistinnen zumindest um eine attraktive Figur handelt. Jedoch lässt sich auch hier eine antisemitische Charakterisierung ausmachen, da Mother Gothel das negativ besetzte Stereotyp der sogenannten Belle Juive, also der gut aussehenden, aber hinterlistigen, hübschen Jüdin erfüllt, welches in der Literatur des 19. Jahrhunderts etabliert wurde. In Frozen spielen schließlich gleich zwei weibliche Protagonisten eine Hauptrolle, nämlich die beiden Schwestern Anna und Elsa, ihres Zeichens Prinzessinnen des Königreichs Arendelle. Auf der offiziellen deutschen Webseite zu Disney ist die Eiskönigin völlig unverfroren, während die beiden wie folgt beschrieben. Elsa wirkt selbstsicher, majestätisch und auch etwas kühl, aber in Wirklichkeit kämpft sie mit der Angst und ihrem großen Geheimnis. Königstochter Anna ist mit Abstand der optimistischste und fürsorglichste Mensch, den man sich nur vorstellen kann. Die Kühle, mit der Prinzessin Elsa hier beschrieben wird, spiegelt sich auch in ihrer äußeren Erscheinung wider. Denn im Gegensatz zu ihrer rothaarigen Schwester Anna, die laut Disney als optimistisch und fürsorglich gilt, trägt die blonde Elsa zunächst nur hochgeschlossene Kleidung, die stets in kalten Blautönen gehalten ist. Im Gegensatz zu ihrer jüngeren Schwester Anna besitzt Prinzessin Elsa zudem Zauberkräfte, die ihr ermöglichen, Frost, Schnee und Eis zu erzeugen. Bereits zu Beginn des Films wird diese Gabe als unkontrollierbar und gefährlich eingestuft, da Elsa ihre jüngere Schwester aus Versehen mit einem Eisblitz trifft und beinahe tödlich verletzt.
Die Gefahr, die von Elsa bzw. ihrer Kälte, man könnte auch sagen Frigidität, ausgeht, wird entsprechend durch das erste Lied des Animationsfilms musikalisch unterstrichen, welches den bezeichnenden Titel Frozen Heart trägt. Hier heißt es unter anderem Beautiful, powerful, dangerous, cold. Ice has a magic, can't be controlled. Stronger than one, stronger than ten, stronger than a hundred men. There's beauty and there's danger here. Split the ice apart, beware the frozen heart. Die Warnung, die hier explizit wird, gilt einer außer Kontrolle geratenen, gefährlichen Weiblichkeit, die zugleich schön, aber eben auch unnahbar, kalt und stärker als 100 Männer ist. Mit ihrer unkontrollierbaren Macht stellt Elsa eben nicht nur eine Gefahr für ihr direktes Umfeld, sondern auch für die patriarchale Ordnung dar. Dank der Liebe und Fürsorge ihrer Schwester Anna lernt Elsa schließlich, ihre magischen Kräfte zu bändigen und sinnvoll für das Wohl ihrer Untertanen und ihres Königreichs einzusetzen. Bezeichnenderweise bleibt die kühle blonde Elsa am Ende auch allein, während der feurigen rothaarigen Anna im Verlauf des Films sogar von zwei Verehrern der Hof gemacht wird. Und auch wenn sich einer der beiden im Verlauf des Films als hinterhältiger Schuft entpuppt und auch wenn am Ende Anna nicht durch den Kuss der wahren Liebe, sondern dank eines selbstlosen Aktes der schwesterlichen Aufopferungsbereitschaft dem sicher geglaubten Tod entgeht, so findet Anna doch am Ende in Christoph ihren persönlichen Prince Charming. Ich hoffe, mit meinen Ausführungen sichtbar gemacht zu haben, dass es ein spezielles Disney-Geschlechtermodell gibt, welches bereits 1937 durch Disneys ersten abendfüllenden Zeichentrickfilm Snow White and the Seven Dwarfs etabliert wurde. Diesem Modell entsprechend unterliegt die Darstellung männlicher und weiblicher Figuren in Disney-Animationsfilmen einem bestimmten wiederkehrenden Stereotypenmuster. Zwar gibt es immer wieder temporäre Abweichungen, jedoch sind diese Abweichungen zeitlich auf eine bestimmte Phase im Film begrenzt, was dazu führt, dass zum Beispiel Ariel am Ende des Films die typische Disney-Frauenrolle problemlos erfüllt oder auch die hart arbeitende Tiana nach einigen eskapistischen Abenteuern am Ende lernt, wo ihr Platz ist, nämlich an der Seite eines gut aussehenden Prinzen. Und auch wenn Tangled und Frozen zu einer neuen Generation von Disney-Animationsfilmen gezählt werden können, so bleiben doch auch hier unter dem Deckmantel der Ironisierung traditionelle Disney-Wertvorstellungen und hegemoniale Strukturen bestehen. Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass es sich laut Disney bei der idealen Frau um ein sehr attraktives Wesen handelt, welches in erster Linie durch seine romantische heterosexuelle Liebe und Fürsorglichkeit definiert wird. Der perfekte Mann zeichnet sich dagegen sowohl durch seine Attraktivität als auch durch seine aktiven Handlungen aus, die im Laufe der Jahre immer wieder zur Rettung der hilflosen Prinzessin beigetragen haben. Und wenn es nach Disney gingen würde, dann würden sie glücklich miteinander leben bis ans Ende ihrer Tage. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Dr. Veronique Sina, für den anregenden Einführungsvortrag. Und wir haben wie immer noch kurz Zeit für ein bisschen Diskussion. Also wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen haben, dann kann ich jetzt zu Ihnen kommen. Sie wissen das, diejenigen von Ihnen, die schon mal da waren, Publikumsdiskussion in Pandemiezeiten läuft ein bisschen anders ab. Wir machen ja eine Aufzeichnung des heutigen Abends. Das heißt, Sie können mir kurz Ihren Kommentar, Ihre Frage sagen und ich wiederhole das dann nochmal ins Mikrofon. Ich darf leider das Mikrofon nicht mehr an Sie weitergeben. Und ich bitte wie immer kurz um Handzeichen, dann komme ich gerne sofort zu Ihnen. Gibt es denn schon erste Rückfragen, Kommentare? Ja, gerne. Ich bleibe auf Abstand. Ja, vielen Dank. Hier gab es eine Frage, also für alle nochmal und für die Aufzeichnung, ob man das als Fortschritt sehen könnte, dass in Frozen, also in einer jüngeren Produktion, ja jetzt kein Adliger mehr gezeigt wird. Ist das ein Fortschritt? Fortschritt wäre jetzt ein großes Wort für das Prinzip, was wir da immer noch sehen. Was ein ganz kleiner Fortschritt vielleicht ist, ist, dass der Anwärter nicht direkt aus der Oberschicht kommen muss, aber das Ziel ist, dass er Teil der Oberschicht wird. Also der Oberschicht oder einer adligen Familie anzugehören, weil er heiratet dann halt rein.
Das geht mittlerweile, wird uns ja auch von Königshäusern dann auch seit Jahrzehnten auch wieder vorgelebt. Also Disney muss sich irgendwie auch anpassen. Aber es ist schon das Ziel, dass man nicht hierarchisch gedacht unten bleibt in der Gesellschaft, sondern aufsteigt. Und das ist in dem Sinne natürlich die Oberschicht oder eben Königsfamilie. Also es geht nochmal jetzt um die Rolle von Meghan Markle. Da gab es eine Frage sozusagen um ihre Rolle und die Frage nach der Kritikfähigkeit. Ja, also das ist ein tolles Beispiel, weil das zeigt genau, wie Medien und Wirklichkeit sich gegenseitig halt auch bedingen und das ein ewiger Kreislauf der Reproduktion ist. Natürlich, also in dem Beispiel kommen natürlich mehrere sogenannte Differenzkategorien zusammen. Frau, natürlich auch die Frage der Ethnizität, People of Color. Das ist natürlich auf einen Schlag verdammt viel für die Königsfamilie. Und dann auch noch so eine emanzipierte Frau, die sich eben dem nicht beugen möchte. Und gleichzeitig sind wir eben ein bisschen weiter mittlerweile in der realen Gesellschaft als zu Zeiten von Diana, die ja von ihrer Unabhängigkeit, dem Bedürfnis nach Unabhängigkeit, wenn man der Berichterstattung glauben darf und den zahlreichen Biografien, die erschienen sind, nicht so viel anders ist. Nur jetzt gibt es vielleicht mehr Spielraum, mehr Möglichkeiten und gleichzeitig immer noch dieses enge Korsett von dem, was erwartet wird. Und das sind eben genau diese Rollenbilder. Und ich würde mal einfach behaupten, dass so Disney-Prinzessin-Filme da nicht gerade hilfreich sind, das Bild der Prinzessin per se zu verändern in eine emanzipierte Frau, wenn das das ist, was wir selber ja auch von Kindheitstagen an immer wieder uns abrufen und immer wieder präsentiert bekommen. Weil wir hatten ja das Beispiel Snow White 1937, da kommt dann immer das Argument, der ist ja auch schon uralt, ja, aber der wird ja immer noch gezeigt. Es ist ja nicht so, dass Kinder und auch meine Generation, die Generation danach und davor, immer wieder, das ist ja so ein Konzept von Disney, die sind ja immer wieder, früher war das in Video-Releases, neue Kino-Releases, jetzt gibt es Disney Plus und man kommt immer wieder bei Streaming-Dienste, DVDs, dazu, diese Filme verschwinden nicht. Und deswegen wird auch die Bedeutung nicht unbedingt so viel kleiner und geringer. Also ja, würde ich voll zustimmen. Das habe ich nicht gehört, tatsächlich. Also nochmal für alle, auch Sie haben es im Saal vielleicht schon gehört, aber die Leute, für die Aufzeichnung nochmal, es gab eine Nachfrage für die Einordnung, wie würde man Moana oder auch, was war das zweite Beispiel? Mulan. Mulan, danke. Bei Moana auf dem deutschen Markt, glaube ich, einen anderen Titel hatte. Vaiana. Vaiana, danke, genau. Also eine Nachfrage hier noch für die Einordnung von Mulan und Vaiana/Moana. Genau. Das ist auch eine super Frage. Dankeschön. Das ist genau sowas. Also ich habe mich tatsächlich mit Mulan im Studium sehr beschäftigt, weil ich den Film total super fand, um zu zeigen, das ist so einer. Das war so einer der ersten, wo es hieß, jetzt ist alles anders. Ne? Das ist eine emanzipierte junge Frau, die sich verkleidet als Mann, um in die chinesische Armee zu gehen und den Platz ihres Vaters anzunehmen. Und da wird es dann auch schon problematisch. Also in der Disney-fizierten Version, aber auch Mulan ist eine Legende, die Disney adaptiert, spielt die Romantik ist immer noch drin. Es gibt immer noch den gut aussehenden Soldaten, der ja irgendwann ja auch entdeckt, dass sie eine Frau ist, ein Mädchen ist und am Ende kommen die beiden zusammen. Es ist nicht die Motivation über den Film, aber es ist auch nicht ganz weg. Die Motivation ist aber, und dann sind wir wieder in einer von Männern dominierten Welt, ihren Vater irgendwie glücklich zu machen und ihm zu helfen. Also es ist nie ganz unabhängig und emanzipiert von einer männlichen
männlichen Rolle, die da irgendwie über ihr schwebt. Und von daher ist das so ein Film, da würde ich argumentieren wie mit Küss den Frosch, dass das so phasenweise ist es okay, das wäre so die Botschaft, tobt euch aus, Mädels. Man darf ja auch nie vergessen, aus welchen Jahrzehnten die dann sind. Ne? Das ist dann so Girl Power, yeah, macht, was ihr wollt. Hauptsache, ihr wisst aber am Ende, wo euer Platz ist, nämlich tobt euch aus, wenn es dann wieder okay ist, zurückzukommen. Und es gibt vor allen Dingen am Ende diese Szene, wo sie ihrem Vater sein Schwert zurückgibt und damit wirklich symbolisch, bildlich und in der Narration die patriarchale Ordnung wiederherstellt. Also sie bricht aus, damit am Ende wieder alles gut ist und alles gut ist, dass ihr Vater wieder das Oberhaupt der Familie ist und sie den Prinzen oder da den Soldaten kriegt. Schwierig. Und mit Vajana ist das auch so. Also erstmal, ich habe den kürzlich gesehen und dachte mir, oh ja, cool, da ist viel von der weiblichen Hauptfigur viel Gutes drin. Und gleichzeitig würde ich hier argumentieren, dass das ein Disney-Animationsfilm, wo viel Werbung damit gemacht wird, endlich eine emanzipierte Nicht-Prinzessin, die ja irgendwie trotzdem Prinzessin ist. Und diese anderen Differenzkategorien sind immer noch da. Es ist ja immer noch Oberschicht in ihrem Umfeld. Es ist immer noch, sie rettet die Welt. Es ist auch der männliche Halbgott, der die Göttin irgendwie bezwingen muss. Und es gibt da vor allen Dingen in diesem Film eine ganz, ganz traditionelle Dichotomie von Natur und Kultur. Und die Natur ist durch diese Göttin extrem weiblich besetzt und das ist natürlich klischeehaft ohne Ende. Also und natürlich die Kategorie Race ist sehr kritisch. Also es wurde ganz viel kritisiert, dass es eben den kulturellen Hintergrund, man möchte ja so interkulturell und dass es eben nicht funktioniert hat, weil dieser Prozess der Disneyfizierung immer noch dazu führt, dass es eine Amerikanisierung gibt. Von daher, man sieht, dass der Konzern auch mittlerweile gezwungen ist, sich zu bewegen, aber irgendwie kriegen sie es nicht so richtig hin. Also das ist, es gibt immer so einen Backlash, immer wieder. Weil es dann mehr als nur die Weiblichkeit ist. Es sind immer diese verschiedenen Kategorien, die ineinander greifen. Und da wird es dann tricky. So, haben wir eine weitere Frage, einen weiteren Kommentar? Ja, ich wollte kurz nochmal um Einschätzung bitten, weil es ja dennoch so ist, dass sehr wenig oder dass die Hauptrollen letztlich von Frauen ausgefüllt werden. Jetzt kann man natürlich sagen, in Schneewittchen beispielsweise es gibt nur diese zwei weiblichen Figuren, aber im Vergleich zur Zeit, die dem Prinzen gewidmet ist, zum Beispiel, ist das ja sehr viel. Und ist es ja auch so, dass Schneewittchen zwar auf bestimmte Art und Weise, aber dennoch diejenige ist, die quasi ihre Vorstellung vom Leben den männlichen Figuren in Form der Zwerge aufdrückt und dahin geht und alles umkrempelt und so dann auch eben in Folgefilmen, auch zum Beispiel in Die Schöne und das Biest, diejenige ist, die sagt, denk doch nochmal drüber nach. So kann man das Leben ja auch bewerten und so. Und das würde mich das nochmal interessieren, wie da die Also das war eine Nachfrage zu Schneewittchen und auch nochmal der Frage, wie aktiv ist Schneewittchen und inwiefern drückt sie vielleicht auch ihre Lebensweise zum Beispiel den Zwergen auf und auch im Verhältnis zum Prinzen hat sie ja beispielsweise viel mehr Screentime und wie könnte man das bewerten und dann auch in späteren Rezeptionen beispielsweise Die Schöne und das Biest. Also eigentlich letztlich, dass man auch sagen könnte, Männer bleiben immer sehr ja wirklich sind nebensächliche Figuren ohne großen Handlungsspielraum. Also die Frage ist sozusagen, bleiben Männer dann nicht die nebensächlichen Figuren? Und also nochmal die Frage nach vielleicht auch dem Stellenwert von weiblichen und männlichen Figuren. Das ist so ein bisschen die Frage nach der Repräsentation und Sichtbarkeit. Und das ist für mich immer so ein Zwei-Stufen-Modell. Erstmal würde ich da ganz recht geben, dass es wichtig ist, dass es überhaupt eine Sichtbarkeit gibt. Erstmal ist es schön, dass es eine weibliche, also dass diese Disney-Prinzessin-Filme, wie der Titel schon sagt, dann Prinzessinnen ins Zentrum stellen, Frauenfiguren. Aber das Zweite, was dann immer geguckt werden muss, ist, was wird da wie sichtbar und wie werden diese Personen und Figuren, was sind das für Figuren? Und dann haben wir wieder das, und dann sind wir wieder bei der Repräsentation, was sind das für StellvertreterInnen, wofür stehen die? Und wenn die Werte genau das sind, passiv zu sein, also alles, was ich in diesem Vortrag ausgeführt habe, dann sind das Rollenvorbilder, die erstmal da sind, aber dann würde ich die Art der Rolle
extrem kritisieren. Und das ist natürlich nicht nur bei Disney-Prinzessin-Filmen so, sondern das ist ja etwas, was immer wieder beobachtet wird, wenn Filme ins Kino kommen, wo es dann heißt, endlich haben wir People of Color in der Hauptrolle, endlich haben wir homosexuelle Figuren in der Hauptrolle. Ja, Sichtbarkeit ist ein wichtiger Schritt und dann muss aber geguckt werden, was wird da repräsentiert und wie. Und da würde ich sagen, gibt es noch ganz viel Luft nach oben. Ein Aspekt, bei dem ich aufgehorcht habe bei Ihrem Vortrag, war auch, dass Sie von dem Deckmäntelchen der Ironisierung gesprochen haben. Das schien mir ja ein jüngeres Phänomen zu sein, jetzt bei den neueren Filmen. Die Frage, die sich mir dann als Anschlussfrage gestellt hat, war, ist das vielleicht nicht auch ein Mittel, um eben gerade diese althergebrachten Stereotype weiter überhaupt vertreiben zu können? Also ist das nicht vielleicht auch sozusagen die Schutzkleidung, wenn man es jetzt nochmal positiv fassen möchte, dieses Deckmäntelchen, um überhaupt diese alten Werte weiter tradieren zu können? Absolut, also genauso meinte ich das auch. Also Deckmantel der Ironisierung, man ironisiert, weil es, glaube ich, anders nicht mehr zwingend geht. Und tut so, als wenn dann eben alles anders wäre. Das heißt, es kippt einmal, aber dann kippt es nochmal und es kippt zurück in die traditionellen Rollenbilder. Und das macht, um es jetzt ein bisschen hochtrabend zu formulieren, das dann auch ein Stück weit gefährlich, weil es so wirkt, als wenn das total innovativ wäre. Und es ist es aber nicht. Und der Humor, da kriegt man einen ja auch. Also ich finde das ganz spannend, weil ich nicht zum ersten Mal zu Disney und Gender vortrage und ich ja auch das von mir selber weiß. Also ich gucke die Filme ja auch. Also es ist ja nicht so, dass ich hier stehe und sage, um Gottes Willen, Disney. Ich mache das ja auch aus einer eigenen Faszination heraus. Und deswegen ist das so wichtig, das zu reflektieren, weil diese Filme funktionieren und sie funktionieren seit Jahrzehnten und sie werden auch weiter funktionieren. Und dann eben zu gucken, deswegen dieses Classic-Disney-Modell, die Form, was funktioniert da wie und was wird da eben tradiert an Wertvorstellungen. Und bei den Ausschnitten ist auch wirklich, also die Lacher, die kommen jedes Mal genau da, wo es, weil dieses Mickey-Mousing, dieses ne, Kombinieren von was wir sehen, was wir hören, das geht alles Hand in Hand und dann haben wir diese verniedlichen Tierfiguren. Das sind halt, also das hat Disney ja auch nicht, also Mickey-Mousing schon, aber das Prinzip, dass man so die Leute kriegt, Disney damals und jetzt eben die Filmemacherinnen heute lehnen sich natürlich an Strukturen und Konventionen an, die erprobt sind. Das ist klassisches Hollywood, was da passiert. Und das ist ja nicht nur bei Disney so, dass man dann irgendwann, es ist klassisch auch Genreentwicklung, man etabliert erstmal was, das funktioniert und dann muss sich das immer wieder ein bisschen verändern und wiederholt werden, verändert, wiederholt werden. Und irgendwann kommt dann dieser Punkt der Ironisierung, weil sonst das Publikum einfach das Interesse verliert. Aber man mag ja auch das, was funktioniert und was man kennt. Und so funktionieren diese Prinzessin-Filme. Also ich glaube, es ist eben in Viana gibt es diesen Punkt, wo es heißt, wenn du jetzt auch noch singen und mit Tierfiguren sprechen würdest, dann wärst du eine echte Prinzessin. Und der Gag ist, dass sie es nicht macht oder irgendwie dann doch macht. Weil es gab ja witzigerweise, soweit ich weiß, nur einen Disney-Animationsfilm, jetzt nicht Prinzessin-Film, sondern Atlantis, der, glaube ich, ohne Musical-Struktur ausgekommen ist. Und der war ein Flop an der Kinokasse. Also irgendwie sagt man zwar immer und das nervt, aber gleichzeitig fehlt es dann doch. Und bei Shrek ist das ja auch so, dass dann irgendwie das auf die Schippe genommen wird. Aber gleichzeitig wissen wir alle, wovor. Also ne, es funktioniert, weil wir es ja auch irgendwie auch mögen. Sie hatten sich eben noch gemeldet. Sie ist amerikanischer, sie hat eine dunkle Farbe, sie ist auch sehr unabhängig. Sie ist so, sie verliebt in den Film, aber am Ende es gibt keine Traum. Mhm. Sie ist noch am Ende sehr selbstständig. Mhm. So, und was denken Sie daran? Oder denken Sie, das ist so oder nicht? Also es gab eine Nachfrage zu Pocahontas als erster nicht-europäischen und zum Beispiel auch nicht weißen Disney-Hauptfigur.
Also ich muss gestehen, es ist super lange her, dass ich Pocahontas gesehen habe. Ich meine mich aber zu erinnern, dass das so, also meine Einschätzung, wie gesagt, ewig her, dass ich ihn gesehen habe, wäre ein bisschen das, was ich zu Anfang gesagt habe der Diskussion. Also auch da, ja, also irgendwie ist sie unabhängiger. Es geht ja auch darum, dass sie dann ihre Rolle in ihrer Gesellschaft erfüllt und irgendwie dann, aber auch sie folgt dem Vater. Und wenn ich es richtig erinnere, geht es auch darum, dass sehr, sehr wenig weibliche Figuren und es gibt diesen Lebensbaum irgendwie, der extrem weiblich konnotiert ist und alles, was irgendwie in den Bereich Magie und Natur fällt, hat was mit ihr oder diesem weiblich konnotierten Baum zu tun und das ist eine ganz stereotype Dichotomie in der Geschlechterdifferenz, Männlichkeit, Rationalität, Kultur, Wissenschaft, whatever, männlich zu denken und Leiblichkeit, Natur, Magie, das Irrationale, weiblich. Also allein da haben wir auch wieder ganz traditionelle Werte. Es wird nur anders verpackt. Plus, das ist auch, glaube ich, in dem Beispiel, und das ist für mich wirklich jetzt zu lange her, um da ins Detail zu gehen, das müsste ich selber nochmal nachgucken, aber ich meine auch mich zu erinnern, sich damals, also ich weiß, dass es die Kritik gab, aber ich kann es jetzt nicht mehr aufdröseln, dass von amerikanischen Ureinwohnern auch sehr, sehr stark kritisiert wurde, wie da mit Legenden, wie die Mythen adaptiert werden und oder Mythenbildung betrieben wird auf eine amerikanische Art und Weise. Also da wird es wieder tricky, wenn es um die Repräsentation von People of Color geht. Ich weiß, dass wir jetzt vieles nur anreißen konnten in der kurzen Zeit und ich habe Sie auch gesehen, dass Sie noch weitere Fragen haben, Kommentare haben. Wir haben aber auch noch einen Film vor uns und möchten ja noch was sehen. Deshalb, Sie sind auch nach dem Film noch da. Ein bisschen da. Das heißt, dann würde ich Sie einfach bitten, Ihre Fragen, Kommentare nach dem Film an Dr. Veronique Sina noch zu richten, dann draußen im Foyer. Dann würden wir jetzt nämlich zur Projektion übergehen und Enchanted von Kevin Lima aus dem Jahr 2007 in der amerikanischen Originalfassung sehen. Und bevor wir das tun, möchte ich Ihnen erst nochmal danken für Ihre wertvollen Beiträge, Ihre Fragen, Anmerkungen für die Diskussion und einen ganz besonderen Dank natürlich an unseren Ehrengast des heutigen Abends, an Dr. Veronique Sina. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören.